Yani Salatul Cenaze, also für einen Mann oder für eine Frau. Salatul Cenaze, wenn man zum Beispiel einen Mann hat, dann steht man zum Beispiel, die Cenaze ist hier, ist so oder so. Das ist seine Leiche bei diesem Sack. Bei Mann steht man hier. Ein Imam muss so stehen. Also neben seinem Kopf. Okay? Und als Frau in der Mitte muss der Imam stehen. Okay? Das heißt, bei dem Mann neben seinem Kopf und die Frau in der Mitte muss der Imam stehen. Und Salatul Janaza sind 4 Rakaat, was man weiß. Aber es gibt bis 9 Takbirat. Man ist damit 4 Takbirat. Das ist, was meistens Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat, 4 Takbirat. Aber es gibt auch 5, 6, 7, 8 bis 9 Takbirat. Ich sag euch, das ist eine Sünde, die ausgestorben ist. Sogar wenn man nur 5 Takbirat macht, man hört von manchen Leuten, der Imam hat vergessen und hat 5 Takbirat gesagt. Obwohl er extra gemacht hat, damit die Leute auch lernen. Aber was man weiß nur, dass die 4 Takbirat sind. Deshalb ab und zu mal kann man auch 5 Takbirat machen. Kann man auch 6, 7, 8, 9. Wenn du jetzt 9 Takbirat machst, dann die werden dich als Imam nehmen und vom Fenster wegschmeißen. Es gibt Beweise, subhanallah. Hauptsache, was meistens Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, sind 4 Takbirat. Genau wie was? Genau wie auch beim Wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat meistens dreimal gemacht. Yani dreimal Hände waschen, dreimal Mund und Nase waschen, dreimal Gesicht waschen und so weiter und so fort. Ab und zu mal hat nur zwei gemacht. Zweimal gemacht. Und ab und zu mal hat auch nur einmal gemacht. Das heißt, man darf nur einmal Hände waschen. Einmal Mund und Nase waschen und einmal nur Gesicht bis Ende. Aber die meisten Geschwister, die wissen sowas nicht. Besonders wenn man nicht so viel Wasser hat und sind wie auf die Reise und man hat nur ein bisschen Wasser. Da kommt ein Bruder und nimmt 5 Liter. Er macht damit nur Wudu. Aber einer, der Fiqh hat, er macht nur einmal. Kann sein, dass ein Bruder dich sieht und sagt: Ach, Kerim, warum hast du nur einmal gemacht? Das ist Bida. Bida, Allahu Akbar. Dann sag ihm: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat meistens dreimal gemacht, ab und zu mal hat zwei oder ab und zu mal hat auch nur einmal gemacht. Und Hadith von dreimal steht in Bukhari. Und Hadith von zweimal steht in Bukhari. Und Hadith von einmal steht in Bukhari. Allahu Akbar. Dann bumm. Der weiß nicht. Der weiß nicht, dass das auch Sünde ist. Und das hat auch mit Fiqh zu tun. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, Salatul Janaza, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam meistens gemacht hat, 4 Takbirat. Beim ersten Takbira, man liest Al-Fatiha. Bei zweite, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama barakta ala, bis Ende. Yani Salatul Ibrahimiyya. Bei dritte Takbira macht man Dua für die Brüder oder für die Schwester, die gestorben ist. Man macht viel Dua. Bei vierte Takbira macht man Ad-Dua für die
ganze Umma und die ganzen Leute, die auch gestorben sind. Und beim Assalam macht man nur einmal, nur rechts. Und ganz leise, Assalamu alaikum, das war's. Hadiye Salatu al-Janaza. Das ist Salatu al-Janaza.